Hi Leute! Ja, wir sind gestern Abend hier in den Blue Mountains angekommen. Und es ist wunderschön. Wir wohnen hier in einem kleinen Guesthouse bei Jarby. Ist total genial, zeigen wir euch auch. Und ja, wir haben vor, hier den Blue Mountain Peak auf 2256 Meter zu besteigen. Den sieht man leider von hier noch nicht. Er liegt nämlich hier hinter diesen Bergen. Ein bisschen hier in den Wolken jetzt, ne? Und ja, da soll es morgen, wenn das Wetter so bleibt, hochgehen. Wird nicht ganz einfach werden, sind nämlich hin und zurück 26 Kilometer und 2000 Höhenmeter hin und zurück. Das ist schon eine Hausnummer, ne? Und ja, wir werden euch zeigen, wie das klappt, ob wir da hochkommen und vor allem auch hier von dem tollen Guesthouse bei Jabi und dem leckeren Essen was zeigen und wie wir überhaupt hierher gekommen sind. Das war nämlich auch schon eine Odyssee. Los geht's! Jetzt sind wir auf dem Weg zu Marvis Bank, wo wir unser Auto stehen lassen werden, von einem Four-Wheel-Drive, also einem Allradfahrzeug, abgeholt werden und dann geht's in die Berge. Also der Straßenabschnitt hier, der ist auch selten schlecht. So, und schwupps haben wir uns direkt verfahren, so einen kleinen Muckelstraßen hier, die nicht mal Google kennt. Wir sind jetzt im 4x4 unterwegs Richtung Penlyn Castle von Mavis Bank aus. Da soll man wohl mit dem eigenen Auto nicht mehr langkommen. Und man braucht einen Allradtransport. Der kostet hin und zurück leider $100. Das sind extrem viel erscheint, aber man kommt anders nicht hin. Und Penlyn Castle ist der einzige Ausgangspunkt, um auf den Blue Mountain Peak, also die Spitze der Blue Mountains zu kommen. Auf jeden Fall sind wir hier ganz eng eingefärcht in einem 4x4. Den Schaltknüppel habe ich zwischen den Beinen im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, die Straße wird schon mal, löst sich schon mal fast auf hier. So, wir sind angekommen, wir haben die Straße überlebt und sind sehr, sehr froh, dass wir gefahren wurden, weil das war echt krass, so und so über Schlaglöcher noch und nöcher. Teilweise war ja gar kein Straßenbelag mehr da, sondern nur noch Matsch und Steine und Geröll. Also es war echt der Hammer, so eine Straße sind wir noch nie im Leben gefahren. Naja, auf jeden Fall sind wir angekommen in Penlyn Castle. Der Ausgangspunkt für den Hike zum Blue Mountain Peak. Und ja, wir wohnen in einem kleinen Guesthouse hier unten. Diese beiden Häuser gehören dazu. Und das heißt Jarby's. Wird von einem Rastafarian betrieben, der uns gerade was zu essen zubereitet, nämlich Eitel Food, das Essen der Rastas. Genau, da bezahlen wir pro Zimmer jetzt 50 US-Dollar, was auch ziemlich viel ist. Ist ganz, ganz einfach. Noch nicht mal ein Zimmerschlüssel. Aber okay, dafür hat man einfach den Ausgangspunkt zu der Wanderung, ne? Und diese fantastische Aussicht. So, ist leider ein bisschen dunkel hier drin. Ich versuche euch aber mal unser fantastisches Essen hier aufzunehmen, auch wenn man es nur schwer erkennen kann oder es nicht so gut aussieht auf der Kamera wie live. Auf jeden Fall ist das wieder Eitel Food und zwar ist das diesmal Eitel Stew. Das ist im Prinzip wie Eintopf, Gemüseeintopf. Und ich weiß nicht, ob man es sehen kann, diese lustigen Dinger, die ein bisschen aussehen wie Schupfnudeln, die heißen Lulu, sind auch aus, wie heißt das nochmal, aus so einem Teig, so eine Art Teig gemacht. Ja, das andere ist allerlei Gemüse aus dem eigenen Garten. Haben wir vorhin noch gesehen, wie sie es gepflückt haben. Dazu Reis. Und es ist wieder eine Mega-Portion. So, Wahnsinn. Hungern muss man hier auf jeden Fall nicht.
Good morning, Jamaica. Wir sind aufgewacht in Blue Mountains mit dieser Aussicht. Es ist so Hammer. Die Dauer gerade ganz übel rüber. Egal, wir starten gleich. Und vorher gibt es aber noch ein leckeres Frühstück. Jabi bereitet uns gerade leckeres jamaikanisches, frisches Frühstück aus dem eigenen Garten vor. Das hier ist übrigens frisches Kalaloo, direkt aus dem Garten. Und das wird normalerweise so ganz klein geschnippelt und dann oft zum Frühstück gegessen. Yeah, we make Kalaloo for for breakfast. Kalaloo and... So, jetzt bekommen wir ganz frischen Blue Mountain Kaffee, hier von der Farm von Jabi. Sein eigener Blue Mountain Kaffee. Bin gespannt. So, mit Blick auf die Blue Mountains und die Felder hier unten gibt es eine schöne Tasse Blue Mountain Kaffee. Morning, respect. So, guckt euch mal an, was wir für ein geiles Frühstück von Jabi zubereitet bekommen haben. Das ist Mountain Breakfast, wie er es genannt hat. Und zwar, was haben wir denn da? Bananen, soweit ich erkennen kann. Das ist ein Dumpling. Ich weiß nicht genau, was es ist. Das ist Coco, whatever. Avocado, Gurke. Und das ist Kalaloo. Das isst man hier ja sehr typisch zum Frühstück, jamaikanisch. Kalaloo ist so ein kleingeschnippeltes Gemüse. Es riecht auf jeden Fall alles richtig lecker und ist eine mega Portion, genau das Richtige, um gleich dort hinten auf den Gipfel gehen zu können. So, wir sind gerade mit dem Frühstück fertig und erstmal alles zugezogen und es gallert. Es gallert, es gallert, es gallert. Jetzt müssen wir erstmal warten, ob es wieder aufhört. Beim Regen loszugehen ist natürlich schon mal scheiße, weil ein bisschen gleich am Anfang klitschnass. Wir warten jetzt noch ein bisschen. Ja. Selbst wenn es aufhört, ist natürlich auch ein bisschen kacke, weil der Weg natürlich dann noch matschiger und noch rutschiger und ekliger ist. Aber gut, so viele Chancen da hochzukommen haben wir natürlich nicht. Mal abwarten. Aber das ist jetzt wirklich innerhalb von einer Viertelstunde im Prinzip komplett zugezogen und fängt an zu gallern. Also man kann sich wirklich nie darauf verlassen, wie es irgendwie am Himmel aussieht. Es wechselt minütlich quasi das Wetter, ne? Statt besser zu werden, wird es gerade immer schlimmer, sogar richtig schlimm. Wie gesagt, hier, man sieht ja jetzt die Regentropfen, die gegen die Kamera prasseln gerade. Es ist richtig Sturm aufgekommen, es regnet immer mehr. Ja, es ist jetzt mittlerweile schon 9 Uhr, wir wollten eigentlich um 7 Uhr schon losgehen. So, es sieht zwar jetzt gerade ein bisschen besser aus, aber es ist jetzt schon zu spät, um loszugehen. Wir haben uns jetzt entschlossen, zu warten und es morgen noch mal zu probieren und verbringen hier heute den Tag. Ich mache gerade ein bisschen was am Computer. Chris hilft Jabi, unserem Gastgeber, gerade seine Unterkunft bei Airbnb zu listen. Das hier ist übrigens die Küche, die Gemeinschaftsküche. Und hier raus geht's zum Garten. Hier hoch geht der Garten und hier so am Hang noch ganz weit da hinten raus geht sein ganzer Garten. Und ja, alles, was er uns hier zubereitet, kommt aus seinem eigenen Garten. Also es war bisher fantastisches Essen. Es ist ja Ital Food, wird es ja genannt. Das Essen oder die Ernährungsweise der Rastafarian, der Rastas. Und das Coole daran ist, es ist meistens, also zu 90% vegan. Oder doch wenigstens vegetarisch. Bis jetzt haben wir nur vegan bekommen, haben wir eben auch gesagt. Ne? Und ja, ist eigentlich nur Obst und Gemüse. Benutzen kein Salz übrigens zum Kochen. Ich weiß nicht, was das für einen Hintergrund hat, aber einfach andere Gewürze. Und ist super lecker. Und wir kriegen hier Portionen, also Berge. Heute Morgen zum Frühstück, ich bin immer noch satt. Und es war so viel, ich habe gar nicht alles geschafft. Und gestern Abend haben wir auch schon so einen Berg bekommen. Also fantastisches Essen hier. Ja, und so sieht es jetzt am Nachmittag aus. Fast komplett blauer Himmel, Sonnenschein. Also wie man es macht, ne? Wir ärgern uns jetzt gerade so ein bisschen, dass wir nicht doch losgegangen sind heute Morgen. Und jetzt hier, also es tut echt weh. Aber als Entschädigung haben wir noch einen schönen Blue Mountain Coffee. Genießen ihn wieder mal bei der geilen Aussicht. Ja, machen es jetzt einfach hier irgendwie einen netten Nachmittag. Schreiben da ein bisschen Tagebuch. Haben hier eine Jamaika-Broschüre, die ein bisschen romantisiert ist.
zeigt so nur das Luxus-Jamaica, was es hier nur so zu 10% gibt. So all die Touri-Attraktionen und all den Luxus. Aber dass Jamaica noch eine andere Seite hat, kommt hier drin nicht mit einem Wort oder einem Bild drin vor. Ist ein bisschen schade. Naja, egal. Auf jeden Fall genießen wir diese Aussicht jetzt. So, jetzt sind wir wieder mitten in der Wolke drin. Das ging jetzt in 10 Minuten, zog hier eine Wolke den Berg hoch und wir sind, ja, wie gesagt, eingeschlossen. Sonne ist weg, blauer Himmel ist weg und es ist arschkalt auf einmal. Guten Morgen, zweiter Versuch heute, den Gipfel zu erreichen. Wir sind heute um kurz vor 6 aufgestanden. Da war blauer Himmel, Sonnenschein, jetzt auch noch, aber jetzt um 37 Uhr losgehen, sieht man da oben vielleicht schon wieder die dicken Wolken über den Berg kommen. Und gefolgt von Wind, deswegen muss ich das Mikro auch ein bisschen zuhalten gerade. Also wir werden sicherlich unterwegs nass werden und von dem Regen eingeholt werden. Aber noch stehen wir in der Sonne und starten mit blauem Himmel. Und sind sehr zuversichtlich, denn wir sind auch mit Trekking-Sandalen anstatt Wanderschuhen unterwegs, weil einfach hier so viel Pfützen unterwegs sind und wir davon ausgehen, dass der ganze Weg unter Wasser ist. Wir haben jetzt keine wasserdichten Trekking-Schuhe, blöderweise. Deswegen gehen wir gleich offen, weil wenn man hier nasse Füße kriegt, in denen ist das nicht so schlimm. Ne? Mal gucken, wie die sich machen. Ja, hier. Ne? Mal gucken. So, keine 5 Minuten Gang, holen wir schon Regenjacken raus, denn der Wind bläst den Regen von da drüben schon hierher, wo über uns noch blauer Himmel ist. Also es ist sowas von kein Verlass aufs Wetter hier. Es ist so wechselhaft. Naja, so geht's los. So, hier kommt die erste Kreuzung. Und dieses Schild hier im Busch bedeutet aber, dass wir auf dem richtigen Weg sind und hier nach links abbiegen müssen. Da steht nämlich das erste Mal jetzt, kann man sehen, Blue Mountain Peak Trail, Blue and John Crow Mountain National Park and World Heritage Site, Trail Fee $20 per Person and so on. Good. So, der Weg fängt hier schon ganz schön steil an. Hier geht's weiter und das Stückchen heißt Jacob's Ladder und das bedeutet ein ganz steiler, treppenartiger Anstieg jetzt ganz am Anfang. Ich hoffe mal, dann hat man die meiste Steigung hinter sich gebracht. Also hier in den Blue Mountains ist die Vegetation noch mal ganz anders als so im Rest von Jamaika. Also hier wächst zum Beispiel jetzt auch Bambus und sowas und ich glaube, das ist hier ein Avocado-Baum und so. Aber zum Beispiel jetzt auch so eine Agave, die blüht hier sogar, hat hier eine mega lange Blüte nach oben. Dann aber auch sowas wie Tannengewächse, ich weiß jetzt nicht, was das ist genau, aber also Tannengewächse. Und daneben Bambus, also es ist so ein Mix aus allem irgendwie. Guck mal, hier stehen sogar Eukalyptusbäume. Riesige, hätte ich jetzt hier gar nicht vermutet. So, der Regen hat sich wieder verzogen, erstmal zumindest. Und ey Leute, wir haben so ein Glück. Guckt euch diesen Himmel an und diesen Blick an. Und wir sehen jetzt von hier sogar schon unsere Unterkunft, von ganz weit weg. Da hinten, so weit sind wir immerhin schon mal gekommen, ist Jarbies Guesthouse. Da in dem rechten wohnen wir. Jetzt kommen wir tatsächlich schon an der Ranger-Hütte lang. Die heißt Portland Gap. Mit Voranmeldung kann man hier wohl auch übernachten. Und das ist genau die Hälfte der Strecke, die wir nach oben haben. Ich habe gleich gedacht, dass wir so schnell hier ankommen. Kleine Info. Genau, wir sind jetzt schon auf 1675 Meter. Der Peak ist auf 2246. Und noch 6 Kilometer to go.
Bei Portland Gap muss man eigentlich auch den Trail-Fee beim Ranger bezahlen. Nur ist gerade kein Ranger da, also mal gucken, ob wir auf dem Weg noch einen treffen. Auf jeden Fall, was hier auffällt, ne, ist Non-Residents, Ausländer bezahlen 20 US-Dollar, während Einheimische 200 Jamaican-Dollar bezahlen, was 2 Euro, also ja, nee, weniger als 2 Euro ist. Also das Zehnfache ungefähr bezahlt man als Ausländer, ne? So, wie gesagt, hier sind kleine Hütten zum Übernachten, kleine Shelter, also kleiner Pavillon zum Picknick machen. Hier gibt es auch Wasserhahn zum Auffüllen und wunderschöne Pflanzen. Guckt euch das an. Innerhalb von 2 Minuten sind wir wieder mitten in der Wolke. Alles zugezogen. Also es geht so schnell. Und es ist jetzt sehr, sehr kalt auf einmal. Also wir haben natürlich jetzt geschwitzt vom Hochgehen, richtig geschwitzt. Aber hier oben ist richtig frische Luft. Es ist sehr, sehr windig hier oben ist, dass ich mir jetzt ein bisschen was Langes drüber gezogen habe und dann noch ein bisschen friere. Aber Regenjacke will ich noch nicht anziehen, weil wenn man geht, schwitzt man ja auch wieder. Ja, so ein bisschen hin und her. Auf jeden Fall fühlt sich das hier gerade an wie original Herbst bei uns. Also ist, guck mal, es ist nebelig, weil mitten in Wolken, es ist alles feucht. Es liegen Blätter auf dem Boden und es riecht auch so feucht, modrig. Nach nassen Blättern und nach nassen Gras und so. Und ja, es sieht auch tatsächlich ein bisschen nach Herbst aus. Wir gewöhnen uns also schon mal wieder um. Hier oben zumindest. Aber ich finde es eigentlich ganz angenehm, mal wirklich frische, kühle Luft zu haben. Nach dieser Schwüle da unten. Ja, je weiter wir jetzt hier so in den Wald reingehen, desto düsterer wird es. Und das ist jetzt hier wie so ein Märchenwald, irgendwie so riesige Farnbäume, rechts und links, die Bäume irgendwie so mit Moos behangen und bewachsen. Der Nebel wabert hier so rüber, also es ist richtig mystisch, wie so ein Märchenwald hier, richtig cool. Hier wird es das erste Mal ein bisschen scheiße mit den Trekking-Sandalen. Ich glaube, ich gehe jetzt hier. Hier ist scheiße. So, der Weg wird immer schmaler. Die Luft dünner. So, jetzt die letzten Meter sind richtig steil. Wir haben eben schon den Gipfel gesehen. Er ist hier so irgendwo hier. Noch wolkenfrei. Allerdings sind jetzt viele Wolken schon unter uns. Denn wir sind hier gerade auf so einem Viewing Point und man sieht da unten gar nichts mehr. Alles voller Wolken. So, kleines Päuschen. Wir sind jetzt genau bei 2000 Höhenmetern, 2060 Höhenmetern und 200 Höhenmeter haben wir noch to go. Bin schon fix und fertig, schweißgebadet. Ja, die Höhen sind wir nicht mehr gewohnt, waren lange nicht wandern. Das merkt man jetzt auf jeden Fall. So, hier auf dem Schild steht, die Vegetation hier oben wird kleiner, weniger und nicht so hoch. Und das wird Elfen Woodland genannt. Ja, wir sind, glaube ich, fast ganz oben angelangt. Hier zieht schon wieder gerade eine Wolke durch, also wir sind mittendrin, wie man sieht. Seit 3. Juli 2015 ist das hier auch ein UNESCO-Weltkulturerbe.
World Heritage Site. Aha. Wir sind auf dem Gipfel angekommen. Woo! We made it! Hey! Auf 2256 Metern sind wir jetzt. Wir haben 13 Kilometer zurückgelegt. Die waren nicht ganz unanstrengend. 1000 Höhenmeter waren das. War echt eine sportliche Leistung dafür, dass wir jetzt gar nicht mehr so fit sind und schon lange nicht mehr gewandert sind. Ja, das war echt richtig anstrengend. Ich habe es eigentlich auch quasi ein bisschen unterschätzt. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so unfit sind. Ja, und jetzt machen wir erstmal Lunch. Wir haben ja schön was mitbekommen. Eitelst du von Jabi und den ziehen wir uns jetzt erstmal rein und hoffen, dass es gleich wieder aufzieht. Das verändert sich ja hier minütlich und vielleicht sehen wir ja noch mal was. Aktuell sieht man gar nichts. Wir sind nämlich mitten in der Wolke drin. Komplett. Man sieht noch nicht mal, ich glaube, auf der Kamera sieht man es gar nicht, dass hier das Gipfelkreuz ist irgendwo hinter uns. Da. Ja, ach so, wir haben genau 4,5 Stunden gebraucht. Wir sind genau um 12 Uhr mittags angekommen und jetzt machen wir Lunch. Lunchtime! Jabi hat uns ein Lunchpaket eingepackt, nämlich eine Riesenportion Reis mit Eitelstew oben drauf, also dem Gemüseeintopf und Gurken oben drauf. Riesenportion mit Haufen. Die verdrücken wir jetzt. Hatten wir ein Glück beim Aufstieg in der Sonne zu gehen mit einer Aussicht kilometerweit. Und jetzt kannst du vielleicht gerade mal bis da vorne gucken. 10 Meter oder so. Oder 20 Meter. Da, das da vielleicht. So, das war es aber auch schon. So, wir haben ja gedacht, es klart vielleicht doch nochmal auf, weil es ändert sich ja hier minütlich das Wetter, aber es war jetzt nicht der Fall. Also wir haben jetzt hier so eine Dreiviertelstunde, oder nee, fast schon eine Stunde eigentlich, gegessen, gewartet, ein paar Fotos gemacht, aber es ist leider immer noch genauso grau in grau hier alles. Ganz kurz war mal ein blauer Fleck, aber der war auch schon wieder weg. Ja, jedenfalls hören wir jetzt so in der Entfernung da hinten schon Donnergrollen. Und machen uns jetzt doch mal lieber auf dem Rückweg, weil wir haben ja die gleiche Strecke jetzt noch mal vor uns. 13 Kilometer wieder zurück. Beine tun schon weh, wir völlig schlapp. Gewitter im Anmarsch, also es wird jetzt ein bisschen ungemütlich auf dem Rückweg. Naja, aber irgendwie müssen wir zurückkommen. Wir freuen uns schon auf eine Dusche, auch wenn sie kalt sein wird. Und auf ein leckeres Abendessen von Jabi, wieder Eitelfood. Und dann nur noch ins Bett, genau. Wir fühlen uns jetzt leicht verarscht vom Wetter irgendwie, denn kaum kommen wir hier aus dem Wald wieder raus, stehen wir hier mit blauem Himmel, Sonnenschein und mit der geilsten Aussicht überhaupt, kilometerweit bis St. Nimmerlein, ne? Und sogar da oben am Berg sind zwar noch ein paar kleine Wolken, aber auch nur noch dürftig und man hat eine richtig geile Sicht, ne? Also hätten wir da oben halt noch ein bisschen gewartet. Ja gut, aber dann hätte uns das Gewitter wahrscheinlich auch ein bisschen doller erwischt. So haben wir nur ein paar Tropfen abbekommen. Wie man es macht, ne? Übrigens sieht man den Peak von hier jetzt tatsächlich nicht. Also es ist nicht die Spitze hier, sondern genau dahinter. Also hier ist diese kleine Ranger-Station, hier in diesem Tal hier, sag ich mal. Und dann geht man wohl hier so irgendwo an diesem Berg lang, dann dahinter. Und dann auf den Berg dahinter. Der ist nicht viel höher als der hier, deswegen sieht man den von hier nicht. Aber von hier sieht man den Gipfel leider nicht. Minütlich hat man andere Wetterbedingungen und muss sich eben drauf einstellen und mit klarkommen. Jetzt auf einmal wieder mit Sonnenbrille. Gut, so ist es. Aber jetzt ist es schon wieder richtig heiß. Und wir sind richtig schlapp, richtig schlapp. Beine tun weh. Ich bin müde, meine Schultern tun weh von der Kameragurt und von dem Rucksack bei Chris und ach. So, das war jetzt unser Hike hier zum Blue Mountain Peak, unsere Unterkunft hier bei Jabi. Und ja, wir haben unsere 3 Tage hier in den Bergen wirklich sehr, sehr genossen. Das war ein richtig toller Ausflug, sowohl die Unterkunft und vor allem das Essen war das Highlight. Ja. Total genial. Ja, unser Hike da hoch war, habt ihr ja gesehen, war recht abenteuerlich, aber auch richtig gut und anstrengend vor allem.
Ja, und was wir jetzt auch gerade noch gemacht haben, ist eine Tour mit Jabi über seine Kaffeefarm oder generell über seine ganze Farm. Er hat uns seine Pflanzen gezeigt, die er pflanzt und erntet, aber vor allem auch den Kaffeeprozess, wie man die Kaffeepflanzen pflanzt oder aufzieht und den ganzen Prozess bis quasi zur fertigen bis zum fertig gemahlenen Kaffee, den wir ja hier auch jeden Tag jetzt genießen durften und der richtig geil ist. Richtig gut. Das alles aber im nächsten Video, wie es zu diesem leckeren Kaffee kommt. Da haben wir nämlich auch ein Video von gemacht. Und das war es jetzt erstmal von den Blue Mountains hier. Wir sind weg.